Der Watzmann. Die alles überragende Gestalt im Berchtesgadener Land. Der Sage nach ist hier der böse König Watzmann zu Stein geworden und mit ihm gleich seine ganze Familie. Frau und 5 Kinder. Die 7 Gipfel des Watzmann-Massivs. Der Familie zu Füßen liegt der Königssee. Ein Lieblingsmotiv der deutschen Postkartenromantik. Am Königssee liegt der Wallfahrtsort St. Bartholomä mit seiner berühmten Kapelle. Ein Lieblingsmotiv aller Hobbyfotografen und millionenfach als Urlaubsdia festgehalten. Doch die Watzmann-Idylle ist trügerisch, der Berg ist gefürchtet. Seine Ostwand ist 2000 Meter hoch und damit die höchste der Ostalpen. Und sie forderte schon mehr Todesopfer als die berüchtigte Eiger-Nordwand. Wenn das Wetter umschlägt, gibt es aus der Ostwand kaum ein Entrinnen. Das macht den Watzmann so gefährlich. Neben dem dort so gefürchteten Steinschlag. Es gibt Berchtesgadener, die den Watzmann für sich als Deutschlands höchsten Berg reklamieren. Denn, so sagen sie, der Watzmann stehe vollumfänglich auf deutschem Boden, die Zugspitze aber gehöre zur Hälfte den Österreichern. Wie dem auch sei, dem Watzmann wird's egal sein.